Wir sind jetzt seit gut zwei Wochen sind wir dran, eine Reihenhausung ausstecken. Das ist die Ausdeckung, die man macht für die Auflage, dass die Leute sich draussen ein Bild machen können, wie das Projekt mal wird. Einfach, dass draussen eigentlich alles gekennzeichnet wird, was mal gebaut wird, wo etwas gebaut wird. Und dass man da für das auch Profilstangen stellen kann, dass das noch deutlicher wird, gerade was höher ist oder als über den Boden. Jetzt hat es verschiedene Farben, man hat verschiedene Holzstecken gesehen. Man hat mal Nummern drauf. Was sind das für Nummern, die dort auf denen zum Teil Markierungen drauf sind? Die Nummern die sind vor allem da, dass die Leute bekommen ja Pläne und die Pläne werden auch aufgelegt. Dass das dann eigentlich eine Hilfe ist, oder? Die gleiche Nummer, die auf dem Plan ist, ist dann schlussendlich draussen ausgesteckt. Und von der Farbe her ist es so, dass zum Beispiel grün ist Landerwerb und gelb ist Landerwerb, temporär Land, das man nur braucht. Zum Bauen vorübergehend. Rot sind zum Beispiel Kunstbauten, schwarze Aufgänge, die es dann geben wird, zu dieser Überhausung. Bäume haben wir auch markiert. Was passiert mit diesen Bäumen und wie sind die markiert? Genau, die Bäume sind alle zusammen mit Terrassierbänken markiert. Das sind Bäume, die gefällt werden. Einfach auch halt für den Bau. Es gibt auch Bäume, die halt vielleicht außerhalb der Bauzone liegen, die aber gefällt werden, weil es dort hier zum Beispiel Installationsplätze gibt, zum Beispiel Platz muss schaffen für den Baustell selber, Umschlagplatz und so weiter.